Ja, nochmals. Schönen guten Abend, herzlich willkommen, liebe Handballfreunde, zum Trainergespräch nach dem 17. Spieltag der 3. Handball-Bundesliga Süd. Heute gegen unsere Gäste aus Hasloch. Ich darf Sie begrüßen hier im Clubhaus des Deutschen Handballmeisters. Vor 400 Zuschauer das Ganze. Halbzeitstand 11:12, Endstand 26:24. Beste Torschützen von den Gästen Florian Kern und Dennis Götz mit jeweils 5 von Seiten unseren Gästen und von Seiten unserer Rhein-Neckar-Löwen Leon Bollus mit 7 Tore. Begrüßen darf ich nochmals zu meiner rechten Gästetrainer Tobias Job und zu meiner linken Michel Abt. Wie immer hat zuerst das Wort unser Gast. Tobias, bitte dein Statement zum Spiel. Zunächst mal ja, schönen guten Abend in die Runde und mein Glückwunsch an Michel und seine Mannschaft zum, wenn man am Schluss mehr Tore geworfen hat, kann man immer von einem verdienten Sieg sprechen. Ja, erste Viertelstunde haben wir uns wohl in der Halle geirrt. Da wollten wir drüben auf die Faschingsveranstaltung gehen. Ist zwar auch sehr lustig und macht viel Spaß, aber hat dann leider nicht viel mit Handball zu tun gehabt. Und ich denke, das hat jeder gesehen, dass wir da sehr schleppend ins Spiel gekommen sind. Ja, nach einer Viertelstunde ging es dann eigentlich los für uns, das Spiel. Da haben wir dann über den Kampf irgendwo ein Stück weit zurückgefunden ins Spiel. Dann war es, denke ich, die nächsten 45 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe, wo dann einfach irgendwo die Kleinigkeiten spielentscheidend sind. Diese Big Points hat leider heute in der entscheidenden Phase dann Krone Östring gemacht. Gerade bei 22-22 war so ein Knackpunkt. Da haben wir die Chance, haben vorne freie Wurf vom Rückraum, den wir verwerfen, haben einen erweiterten Konter, den wir in Seiten auswerfen. Dann kriegt man hinten irgendwann die Quittung, dann die Zeitstrafe, die auch zurechtgegeben worden ist, dann gegen Dominik Hatzstand, das hat uns dann irgendwo das Genick gebrochen. Nichtsdestotrotz haben wir dann nochmal die Chance, über den Olli Zeller in Überzahl zumindest auf ein Unentschieden vielleicht zu kommen, aber auch da hat es nicht sollen sein, hat dann Lukas leider den Ball gehalten und von daher geht dann am Schluss leider der Sieg für Krone Östring in Ordnung. Schönen Dank. Deine Einschätzung, dein Statement zum Spiel bitte. Schönen guten Abend, auch von mir. Ich denke, man hat es ein bisschen viel geschrien heute. Am Anfang nicht so viel wie am Ende. Wir sind gut ins Spiel gekommen, wie das der Tobi schon gesagt hat. Wir hatten uns verdammt viel vorgenommen heute. Das ist für uns ein Heimspiel in der Halle, in der wir immer trainieren, wo man sich auch jetzt mal bedanken kann bei der Firma Epsfield, die das ermöglicht hat, bei der Seniorengruppe der TSG Kronau, die das Ganze aufgebaut hat, die Halle hergerichtet hat für uns. Da mal ein dickes Dankeschön auch von der Mannschaft an alle drei. Und das war für uns Anlass genug, von Anfang an zu zeigen, wir wissen das zu schätzen, wir wollen dem Verein was zurückgeben als Dankeschön, dass wir nicht in irgendeine Halle ausweichen müssen, wo wir jetzt vielleicht nicht unbedingt spielen wollen. Das hat man gesehen, dann ist Hasloch besser ins Spiel gekommen. Wir haben viele leichte Tore zugelassen, haben gut Abwehr gespielt, aber vielleicht vorne zu viele Bälle verloren, sodass wir diese einfachen Tore gekriegt haben, dass wir mit dem Rückstand in die Halbzeit gehen. Ja, und dann war das schon ein Spiel auf Augenhöhe. Ich denke, das kann auch genau in die andere Richtung kippen. Aber im Endeffekt bin ich jetzt froh, dass wir das am Ende dann mit zwei, drei Aktionen, die einfach dann vielleicht der Tick besser waren, das Ding so gedreht haben. Lukas noch ein paar Bälle gehalten hat, unter anderem diesen freien Wurf. Und dann sehe ich uns auch, wie gesagt, als verdienten Sieger. Schönen Dank. Tobias, noch ein Wort oder einen Satz zur laufenden Saison. Ist ja eine ganz enge Kiste, wenn man sieht, mit den Punkten bis zum 10. Tabellenplatz. Wo seht ihr euch am Schluss? Wer dürfte eventuell der Favorit sein? Kann man da schon eine Prognose schließen? Ja, zum Glück ist es nur eng bis zum 10. Platz, weil natürlich ist unser primäres Ziel, so schnell wie möglich die Klasse zu halten. Da haben wir uns die 25 Punkte auf die Fahne geschrieben. Von daher sind wir da auch sehr zufrieden, so wie wir dastehen. Wenn man bedenkt, heute mit dem Sieg wäre nach oben richtig was gegangen möglicherweise, aber wir lassen die Kirche im Dorf, aber trotzdem ist es ärgerlich. Heute war ein Spiel, wo wir was nicht mitnehmen können. Das ist uns leider nicht gelungen. Vielleicht ändert sich irgendwo ein Stück weit die Bilanz. In der Hinrunde haben wir auswärts alles gewonnen, zu Hause nur 4 oder 5 Punkte geholt. Jetzt haben wir letzte Woche einen Heimsieg gelandet, dafür jetzt auswärts nicht gepunktet. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir natürlich sehr zufrieden mit der Runde, wie sie bis jetzt läuft. Und hoffen, dass wir die 25 Punkte so schnell wie möglich haben. Am nächsten Woche ein wichtiges Spiel zu Hause gegen Köntringen. Ich denke, oben für mich die Favoriten, hinten raus
die gleiche wie letzte. Also ich denke, Nussloch-Horkheim muss man ganz hoch auf der Rechnung haben. Ich denke, die Ergebnisse, wie wir sie gleich hören, belegen das ja auch ein Stück weit. Ja, die zweite Mannschaft wird mit Sicherheit von euch oben dabei sein bis zum Schluss. Und ja, ich lasse mich überraschen, aber ich befürchte, wir werden da nicht ewig drin mitspielen. Schönen Dank. Ja, Michael, du hast angesprochen vorhin das Clubbau, beziehungsweise die Halle bei uns mit der Tribünen. Eine ganz tolle Stimmung. Kann man sich das vorstellen, für die Zukunft hier weitere Spiele auszutragen bei uns im Trainingszentrum? Also ich würde, wenn die Möglichkeit besteht, gerne jedes Spiel hier machen. Das ist die Halle, wo wir gerne hinfahren, wo wir täglich sind. Da fühlt sich jeder wohl. Es ist einfach ein Unterschied, ob man in der Halle spielt, in der man auch trainiert oder nicht. Nichtsdestotrotz ist auch die Stadthalle jetzt mit Östring dabei, die beiden Vereine Kronau und Östring, wo wir sicherlich auch die Spiele gern machen, was eine schöne Halle ist. Und dann zählen einfach noch viele Faktoren da rein, mit Zulassung, DHB, die Tribüne, die eigentlich nicht da ist, die extra angeschafft werden muss, Kosten verbunden. Aber sonst, ich könnte mir das sicherlich vorstellen, dass man das vielleicht in Zukunft auch für die nächsten Jahre in Angriff nimmt, dass man sowas macht. Im Januar vielleicht ein Heimspielwochenende, um genau sowas irgendwie zu kriegen, hier in Verbindung mit dem Clubhaus. Einfach mal wieder Spiele in Kronau zu haben. Deshalb finde ich es eigentlich eine ganz schöne Sache. Ihr habt das nächste Spiel Köntringen Teningen zu Hause. Ich glaube, heute habt ihr mit drei Verletzten nicht gespielt. Wie schaut es da aus mit den Verletzten? Wann sind die wieder fit und wie wollt ihr euch aufstellen oder wie sollte das Ergebnis ausschauen bei eurem nächsten Heimspiel? Ja, ich habe gerade selbst überlegen müssen. Verletzten haben wir mit Kevin Seelos, jemand, der mit Sicherheit noch zwei, drei Wochen ausfallen wird, wo sich letzte Woche vom Hawkeye-Spiel die Bände gerissen hat. Also da muss man einfach abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft. Und Tim Schmieder fehlt uns ja leider auch schon länger. Rückraumspieler, der ein entzündetes Schambein hat. Das ist immer eine undankbare Verletzung, weil ja, die kann man nicht wirklich behandeln. Er probiert es jetzt so mit einer Eigenbluttherapie. Da hoffen wir, dass die vielleicht anschlägt. Ansonsten ja, müssen wir einfach abwarten, wie weit er diese Runde überhaupt noch eingreifen kann. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Unser verletzter Elvis Podorowski war noch angeschlagen. Deswegen ja, gucken wir gerade mal drüber. Genau. Aber er konnte ja zumindest wieder spielen. Ja, und nächstes Spiel, so wie ich vorhin gesagt habe, ist wieder für uns ein wichtiges Spiel zu Hause gegen Köntringen. Das sind die Mannschaften, die da im Abstiegskampf sind. Die werden natürlich alles geben. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, wenn man da unten drin steht. Werden die sich reinhängen bis zum Ende. Aber wir wollen absolut die Punkte bei uns lassen. Das wäre nochmal ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Wir haben jetzt gerade die nächsten Spiele, haben wir drei Heimspiele aus den nächsten vier Spielen. Und da gilt es, diese 25 Punkte, wie ich vorhin erwähnt habe, dann auch unter Dach und Fach zu bekommen. Mit einer letzte Frage. Selbstverständlich ist die Mannschaft für die Punkte zuständig, die Mannschaft für das Spiel, aber auch die Trainer, was draußen sitzen auf der Bank. Zu wie viel Prozent würdest du dir mit Anteil geben, dass die Mannschaft erfolgreich ist? Also ich drücke das sicher jetzt nicht in irgendeiner Prozentzahl aus, weil ja, ohne Trainer geht es vielleicht nicht, aber im Endeffekt hat man in einem Handballspiel dann doch, wir können den Jungs was mitgeben, ja, wir überlegen uns was wir machen wollen. Und die Entscheidung liegt bei den Spielern am Ende. Dann hat man abends auch einfach wenig Einfluss, wenn Torhüter keinen Ball hält, dann kann ich da draußen stehen mit einer Taktik, die ich vorgebe und es klappt einfach nicht, dann habe ich dann keinen Einfluss drauf. Deshalb ist dann der Einfluss vielleicht im Training höher als im Spiel, aber wir können sie in die richtige Richtung lenken. Wunderbar, recht schönen Dank. Das soll es jetzt von den Trainern gewesen sein. Liebe Handballfreunde, ich habe jetzt oder nützt die Gelegenheit jetzt an Sie, Feuer frei, Fragen an die Trainer. Dann nehme ich an, haben die Trainer alles gesagt. Dann darf ich nochmal hinweisen für unser nächstes Heimspiel. Und zwar am 3.2. spielen wir dann zu Hause gegen den TV Hochdorf um 20 Uhr wieder in der Stadthalle in Östringen. Und nur noch die Endergebnisse der anderen Begegnungen. TGS Pforzheim, TV Hochdorf 27-27, Ottersheim Schwetzingen, Fürstenfeldbruck 23-25, Horkheim gegen Kornbestheim 34-24, Köntringen Teningen, Neuhausen Filder 39-30, Danzenberg der Aufsteiger gegen Badingen Wallstetten 23-27.
26 und unser Ergebnis bekannt, 26-24. Das soll es für heute gewesen sein. Euch allen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und wie schon gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann bei unserem nächsten Heimspiel wieder. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.